wieder der Part-Time Scientist. Und heute machen wir was ganz Besonderes. Wir versuchen mal, eure Fan-Friday-Fragen als Videobeitrag zu beantworten. Und das auf Deutsch. Fan-Friday, wenn ihr das kennt, ist mittlerweile eine kleine Kolumne von uns, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Und wir die dann einmal die Woche versuchen zu beantworten. Meistens machen wir das auf Englisch in Form von schönen Blogbeiträgen, immer mit Bildern. Und dann versuchen wir euch halt so ein paar Details einzustreuen, was halt noch vielleicht noch nicht ganz öffentlich ist oder was ganz interessant sein könnte. Offensichtlich scheint es euch ganz gut zu gefallen, weil wir immer wieder Fragen dafür kriegen. Und es freut uns auch sehr und deswegen wollen wir das mal diesmal als Videobeitrag machen. Schauen wir mal, wir haben uns 5 Fragen ausgesucht. Gucken wir mal, was wir so haben. Was heißt denn überhaupt Privatisierung der Raumfahrt als erstes? Aus meiner Sicht bedeutet das so Firmen wie zum Beispiel Dienstleistungen wie SpaceX sie jetzt anbietet. SpaceX ist einer der ersten wirklich privaten Raumfahrtanbieter, die hingehen und sagen, wir starten euch einen gewissen Payload in einen bestimmten Orbit. Das heißt, man kann also hingehen und könnte jetzt sagen, ich habe jetzt hier eine Tonne an wissenschaftlichem Payload, das ist mein schöner Satellit, den möchte ich jetzt in Low Earth Orbit haben. Und dann ist das eine rein kommerzielle Dienstleistung, die völlig unabhängig ist von irgendwelchen staatlichen Angeboten und oder Verflechtungen. Das heißt, ich muss jetzt nicht zur NASA gehen oder einer anderen Raumfahrtagentur, sondern ich kann das wirklich als offizielle Dienstleistung kaufen. Ich denke, einer der größten Vorteile der Privatisierung ist, dass die Preise deutlich reduziert werden. Also wenn man bedenkt, so eine Mission, die von einer NASA, ESA, DLR, sonst wem ausgeführt wird, die hat auch sehr viel bürokratischen Overhead und da werden Dinge zertifiziert, die eigentlich nicht wirklich zertifiziert werden müssten. Also eine Schraube funktioniert auch ohne Zertifikat im Weltall, wenn man es einfach nur vorher mal kurz getestet hat. Was einer dieser großen Nachteile ist, also was ist einer der Nachteile der Privatisierung der Raumfahrt? Privatisierung selber hat ja schon ein relativ schlechtes Image weg. Und ich kann momentan beim Luft- und Raumfahrtbereich gar nicht wirklich an einen Nachteil denken, weil der Sektor ist wirklich etwas, was wirklich ein bisschen frischen Wind gebrauchen kann. Was mir da vielleicht einfallen würde als Nachteil, wäre so ein Szenario, was viele Leute mal befürchten, dass es auf einmal am Ende nur noch ein Monopol gibt. Es würde einen großen Anbieter geben, der dominiert auf einmal diesen gesamten Sektor. Diese Befürchtung, die alle damals im Jahr 2000 von Microsoft hatten, dass es quasi am Ende nur noch Microsoft Windows geben würde und nichts anderes mehr. Sowas wäre eine Befürchtung, die man haben könnte für den Raumfahrtsektor. Momentan glaube ich aber, dass wir ganz weit davon entfernt sind. Also im Gegenteil. Dass gerade auch solche Dinge wie der Google und der X-Preis sorgen dafür, dass man so eine gewisse Diversität reinbringt und dass gerade sowas nicht passieren kann. Ich persönlich sehe da jetzt keinen großen Nachteil. Also man muss natürlich ein bisschen aufpassen von den Umweltaspekten her. Also wenn da jetzt dauernd irgendwelche Missionen stattfinden, dann wird unsere Erdumlaufbahn ein bisschen zugemüllt und dann wird es dann irgendwann sehr schwierig, dort einen Satelliten zum Beispiel zu platzieren. Also man muss da aufpassen, dass das jetzt nicht überhand nimmt mit den Satelliten zum Beispiel oder dass die, dass jetzt da oben dann zu viel Müll auf dem Mond rumliegt. Aber ich glaube, insgesamt sind die Vorteile der Privatisierung der Raumfahrt signifikant größer als die dadurch entstehenden Nachteile. Ganz kurz zum Erklären, was sind Architekturen? Das sind einfach so verschiedene Prozessortypen und Art und Weise, wie Dinge berechnet und verarbeitet werden. So, und ARM und PowerPC sind zwei völlig unterschiedliche Architekturen, die halt auch eigenständig funktionieren. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ich habe ein bestimmtes Programm, das läuft auf ARM, dann läuft das auch auf PowerPC, sondern da muss man quasi ein bisschen Portierungsarbeit machen. Unser Vorteil ist, unsere Softwareentwicklung findet auf einer Betriebssystemebene statt. Das heißt, wir haben ein Betriebssystem, das nennt sich in unserem Fall QNX. Und das sitzt auf dieser Hardware oben drauf. Das heißt, dieses Betriebssystem selber hat schon die ganzen Treiber drin für die jeweilige ARM und für die jeweilige PowerPC-Architektur, unseren FPGA und das Beagleboard, was im R0 drin steckt. Und darauf läuft unsere Software. Das heißt, unsere Softwareentwickler setzen sich hin, schreiben ihre Software auf dem Beagleboard XM in diesem QNX und diese Programme laufen genau in der gleichen Form auf unserem R2. Das heißt, da muss nicht nochmal einer hingehen und das alles anpassen. Also auf dem kleinen Rover, dem R0, benutzen wir zum Beispiel einen ARM-Prozessor. Der sieht ungefähr so aus. Also man sieht hier, das ist der ARM-Prozessor. Und in unserem späteren Rover, dem R2, benutzen wir eine größere Plattform. Da benutzen wir zum Beispiel den Vertex 5 PowerPC. Und die Frage ist nun, warum machen wir das?
Also der erste Grund ist, warum wir diesen R0-Gewinn entwickelt haben, ist, weil wir den R2 nicht jedem Entwickler zur Verfügung stellen können. Das bedeutet, so ein R2, der kostet so ca. 35.000 Euro und so ein R0, der kostet 360 Euro. Also wenn man sieht, das ist ein ziemliches Ersparnis. Der Grund, weshalb wir aber zwei unterschiedliche Plattformen einsetzen, ist, so ein Beagleboard, ja, bekommt man mal eben für 180 Euro bei DigiKey und so eine Plattform, die kostet dann schon mal an die 1000 Euro. Wir wollten jetzt aber besonders günstige R0s bauen und deshalb haben wir da ein ARM-Board eingebaut, also das Beagleboard. Der Grund, weshalb wir das trotzdem benutzen können, ist, weil die beide das auf dem gleichen Betriebssystem laufen. Also man sieht, auf dem Board, da läuft QNX-Betriebssystem und auf dem PowerPC läuft auch das Betriebssystem QNX. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, dass zum Beispiel ihr, wenn ihr euch auch den R0 haben wollt, könnt ihr euch einfach melden, könnt ihr euch den zuschicken lassen. Also müsst die Komponenten natürlich halt sowas wie das Beagleboard euch selbst organisieren. Aber der Vorteil ist dann halt, dass ihr darauf zum Beispiel auch selbst Software entwickeln könnt. Und das ist was, was halt im normalen Preissegment liegt. Das kann sich noch jeder leisten. Wenn man dafür jetzt jeder ein FPGA bräuchte, dann wäre das schon ziemlich weit weg. Immer wenn ich solche Fragen höre, denke ich, die Leute wollen immer ein und dieselbe Antwort haben. Sie wollen immer entweder Star Trek oder Star Wars. Aber da muss ich euch enttäuschen. Ich sag mal, Babylon 5, das ist die Serie, die ich persönlich als Kind am besten fand. Und ich fand sie auch in einer gewissen Form, sage ich mal, relativ inspirierend. Meine Lieblings-Sci-Fi-Serie ist Futurama. Okay, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Und die nächste Frage, die darauf gestellt wurde, ist, wie hat diese dich am meisten inspiriert? Und da muss ich sagen, ich finde halt den Professor Farnsworth total cool, weil er ist verrückt und ich wollte auch schon mal ein verrückter Scientist werden. Deshalb mache ich auch meine Doktorarbeit. Und wenn ich dann mal Professor bin, dann muss ich nur noch verrückt werden. Dann kann ich Spaß haben. Ich muss persönlich aber sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen Star Wars und Star Trek, bin ich persönlich der Trekkie. Ich glaube, die Antwort darauf ist relativ einfach. Wir sind einfach ein cooles Team und wir sind auch für jeden offen. Das heißt, wenn jemand eine gute Idee einbringen kann, dann soll er das bei uns gerne machen. Und wir sind wirklich da offen für jeden. Also Leute, die alt sind, haben auch besonders viel Erfahrung und das schätzen wir natürlich auch. Und wenn man schon an der Apollo-Mission mitgearbeitet hat, dann weiß man echt, wie so eine Mission zu einem Mond funktioniert. Ich meine, was kann es Besseres als Referenz geben? Und ich glaube, die Apollo-Veteranen haben einfach gesehen, dass wir wirklich jung und enthusiastisch sind und mehr vorhaben, als nur zum Mond zu fahren. Und vielleicht hat die das inspiriert. Ich weiß es aber nicht. Aber Robert weiß da bestimmt mehr drüber. Also, erstmal vorweg, wir haben in unserem Team Tatsache 3 Mitglieder des Apollo-Programms. Das heißt, das sind Personen, die wirklich damals vor 40 Jahren an der ersten Mondlandung mitgearbeitet haben. Und da sind wir auch relativ stolz drauf, dass sich auch entschieden haben, bei uns im Team mitzumachen. Und jetzt ist die Frage, warum machen die eigentlich bei uns mit und nicht zum Beispiel bei einem der amerikanischen Teams? Das ist eine Frage, die ist natürlich jetzt aus meiner Sicht schwer zu beantworten für mich. Deswegen bin ich einfach mal hingegangen und habe zum Beispiel Jack Crenshaw selber gefragt, warum er einfach bei uns mitmacht. Also, wird schon einen Grund gehabt haben. Und sein Grund ist ganz einfach. Er hat doch gesagt, dass unser Team für ihn am meisten Spaß macht. So, und der Grund dafür, den kann ich euch geben. Das ist einfach, weil unser Team aus meiner Sicht ist einfach ein Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren. Das heißt, das sind Leute, die, ich sag mal, wirklich alle auf einem technischen Level arbeiten. Wir versuchen nicht, die große Multi-Corporate-Firma der Welt zu werden oder zu sein und deswegen halt nach außen ein bestimmtes Image zu verkaufen, sondern wir sind halt einfach Techniker. So wie wir halt untereinander arbeiten. Und ich glaube, das ist was, was besonders attraktiv ist für solche Personen. Weil, ich meine, vor 40 Jahren war es auch etwas, da ging es darum, man hatte ein Ziel und es hat man quasi versucht, mit technischen Mitteln zu erreichen. Es war eine wirkliche Ingenieursleistung. Und wir versuchen quasi dasselbe, natürlich mit so vielen möglichen neuen Technologien, aber quasi heute wieder zu erreichen. Und ich sag mal, ich glaube, so dieses Grundgefüge ist das, was da vielleicht so ein bisschen den Nährboden dafür bietet, warum man sagen sollte, dass solche Personen wie Jack Crenshaw, Chuck Ivey und Robert Thorson halt bei uns mitmachen. Das war's doch schon. Das waren jetzt im Wesentlichen 5 Fragen. Also wir sind immer sehr gerne für weitere Fragen offen.
Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Schreibt einfach an, ich glaube, q@parttimescience.com oder blog@parttimescience.com oder schreibt uns einfach auf Facebook an. Alles klar, vielen Dank, schönes Wochenende und hell yeah, it's Rocket Science.